Carol, you are the most important person now. So come on my right side, please, zu der Ausstellung, zu einer Rauminstallation von Gero Urkomm etwas sagen kann. Und besonders möchte ich bedanken, erstes Mal hier in der Galerie von Gerhard Sommer und auch von Christian, der hier den Gero sehr gut kennt und von London hier nach Wien gebracht hat. Ich glaube, Rauminstallationen sind nicht so gebräuchlich bei uns und deshalb ist es vielleicht interessant, etwas auch darüber zu hören. Kurz bevor ich in Medias Res gehe, möchte ich gerne über die Person von Gero etwas sagen. Gero selbst ist ein international anerkannter Künstler. Er hat also sehr viel Reputation und er hat sich bei sehr vielen Biennalen teilgenommen, zum Beispiel in Sao Paulo oder bei einer Grafikbiennale in Tokio oder in London in der Royal Festival ausgestellt. Also man könnte ja eine ganze Liste aufzählen und das würde jetzt vielleicht ein, zwei Stunden dauern, um das zu sagen. Er selbst kommt aus Belgrad, hat dort die Akademie der Bildenden Künste besucht und dort das Studium absolviert und gehört dort zu einem Belgrader Kunstkreis, zu einer informellen Gruppe. Er lebt ja seit 1973 in London, ist dort, hat auch unterrichtet in College of Art and Design in Chelsea. Ja. Macht Rauminstallationen und das Thema heißt ja hier auch, wie wir wissen, More, Less, Nothing. Es geht hier um einen philosophischen Begriff. Wenn Sie seinen Katalog anschauen, verwendet er dieses Wort Noema, das er abwandelt vom griechischen Numenos oder dem Wortschatz Numenoi, das bedeutet der Geist. Wie kann man also einen Geist darstellen, das Denken darstellen oder weiter daraus was entwickeln? Im Gegensatz, also Platon sagt ja, dass die Idee im Vordergrund steht und die Idee ist das Wesentliche. Wenn man zum Beispiel was erfindet, bei einem Tisch zum Beispiel, steht erst die Idee, als zweiter der Konstrukteur, der den Tisch baut. Und als drittes kommt erst die Malerei, weil es eine Art Illusionismus ist, der den Tisch nachmalt. Ja? Und damit wären wir bei den philosophischen Geistigen, das hier im Zentrum steht. Und das nennt er Noema. Und hier zum Beispiel geht es ihm um diesen philosophischen Inhalt mehr, weniger nichts oder less equal nothing. Er entwickelt dafür sogenannte Chiffren. Bei einer Rauminstallation ist es wichtig, dass die Objekte und das Licht im Raum, die Personen im Raum im Moment eine wesentliche Rolle spielen, wie sie zum Beispiel im Raum trennt, in sich eine ästhetische, per se eine ästhetische Einheit ist. Während aber diese Objekte auf Fragmente sind und organisiert sind, zu einem Thema hinführen, fragmentar organisiert und projektiert sind. Das wissen wir auch von Tyrell, der ja ein blaues Lichtbox gebaut hat und man den Eindruck hat, wenn man sieht eine blaue Wand vor sich und wenn man die Hand hineinhält, dringt man in den Raum ein und man kann also den Körper in einen Lichtraum hineinstellen und wird dann von diesem Licht umgeben. Ja, nennt ja das auch Let there be light nach dem biblischen Spruch and there was light, der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht, also aus dem Nichts entsteht jetzt Licht sozusagen, die Entstehung der Erde nach dem biblischen Alten Testament wird hier propagiert und für ihn ist auch das Licht insofern wichtig, weil er hier auf der linken Seite als Plexiglas eine mathematische Formel aufstellt, eine Formel, die eigentlich gar nichts sagt, die kein Mathematiker lösen kann. Es geht auch darum, dass die Formel selbst die mathematische wichtig ist. Ästhetisch kann man sagen, dass es hier eine Transfer ist von einer Industrialisierung, von einem industriellen Industrieprodukt und für ihn stehen bei den Chiffren das X für das Nicht, diese Streifen zählen für das Gleiche, equal, gleich, und oben das Abfallende ist also less. Ja. Er macht auf der linken Seite deshalb mit 45 Platten einen sogenannten, würde ich sagen, vom ästhetischen Standpunkt für mich, einen gemalten Video-Wall. Und wenn von der Hand kommt, das ist immer so das Klassische in der Malerei, und durch die Addition der weißen Linien entsteht ein Koordinatensystem, dass hier auch der Abstand immer gleich ist und dass das wie eine Leiter hinaufführt,
wie eine Treppe in den Himmel, in das Nichts hinein. Also es ist immer wieder, wie stelle ich das Nichts dar, die im Dialog zueinander stehen. Und wenn man das also wegnimmt, hat man immer wieder diese Pinsel, die Detail einer Pinseltextur, wenn Sie die Bilder von Roy Lichtenstein kennen, in der Pop-Art, dieser Schwung einer Pinseltextur, der ist immer vorhanden und Sie können das zusammensetzen. Sie werden den auch sehen, in seinem Katalog hat er also Frames, also Rahmen, die eigentlich wichtiger sind. Und in der Mitte ist dann der Pinselstrich und das ist eine Art Objekt, das zu dieser Rauminstallation dazugehört. Es ist auch diese Leere des Raumes wichtig, weil auch das inhaltlich, philosophisch, das Nothing eine ganz große Rolle spielt. Ja, und ich hoffe, dass ich hier nicht lang gelangweilt habe. Sorry. Thank you very much. Thank you. Fantastic. Congratulations. Yeah, I hope you have understood a lot. Your German is perfect. Vielen Dank. Success. Thank you. Now, who is the one who knows how to put it back? I will play. Even there is a double take because it doesn't go all the way to the ground. Sunshine, there's insects, especially